komme jetzt vereinbarungsgemäß zu den Abstimmungen der Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong jetzt mehrfach getätigt und darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können. Alle nicken, dann wollen wir das auch tun. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 91, das ist der Bericht des Haushaltsausschusses, wie eben gehört. Den Bericht haben wir entgegen und zur Kenntnis genommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 65, das ist der Antrag der Fraktion der SPD, Einsetzung einer Enquetekommission. 203995 ist die Drucksachennummer. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die Fraktion DIE LINKE, die SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die CDU, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Sind fraktionslose Abgeordnete im Raum? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit ist der Antrag der Fraktion der SPD und der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Einsetzung einer Enquetekommission angenommen, und die Enquetekommission ist eingesetzt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz 203953 zu 203675. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist DIE LINKE, die SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die CDU, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Fraktionslose Abgeordnete sehe ich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf entsprechend zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Vollzugsgesetze, Drucksache 203954 zu Drucksache 202967. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das sind BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die CDU. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Sozialdemokraten, DIE LINKE und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf damit zum Gesetz erhoben ist. Tagesordnungspunkt 18, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Pflegeschulen, Statistikverordnung 203960 zu 202966. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? AfD, die Freien Demokraten, CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Sozialdemokraten, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Ich stelle fest, der Gesetzentwurf ist damit zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 22, dritte Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Landesaufnahmegesetz 203959 zu 203650 zu 202965. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichtes zu? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion DIE LINKE, die Fraktion der Freien Demokraten, die Fraktion der AfD. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben ist. Tagesordnungspunkt 73, Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, Neubenennung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas, Drucksache 204006. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist DIE LINKE, die SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die CDU, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist der Antrag angenommen.